Hi Leute, der Sanu hier. Die zweite PTS-Phase geht los morgen und wir haben die Patch Notes schon hier. Und wir werfen mal einen kurzen Blick drüber, zumal es auch neues Gear gibt, was ne, natürlich wir bei der ersten Phase noch drauf gewartet haben, die aber schlussendlich in jeder Season ne, bekommen wir neues Gear, ohne dass wir einen neuen Platz bekommen. Das heißt, noch mehr reinquetschen in die Kiste. Irgendwo wird sich noch ein Action finden, wo man da drin stoppen kann. Gehen wir auch direkt auf das neue Gear ein, und zwar das neue Brandset heißt Palisade Steelworks. Palisade Stahlarbeiten, Stahlwerk. Mal gucken. Ein Teil gibt uns 10% Rüstung bei Tötung, 2% geben uns 60% Lebenspunkte. Und hier ist schon mal eine Sache, die ich so beim kurzen Überfliegen schon gesehen habe. Dadurch, dass es auch ein bisschen angepasst wurde mit den Shade-Leveln, mit den SAD-Leveln, bis max 2000 die Lebenspunkte, die dort jeder bekommt, haben wir jetzt tatsächlich viel Lebenspunkte auf dem Gear. Ich persönlich, ich weiß nicht, ich finde, das bringt so gut wie gar nichts. Vielleicht kann man eine Kugel mehr aushalten, die macht den Bock aber auch nicht fett. Keine Ahnung, vielleicht ist das eher primär eine PvP-Behandlung. Mal gucken. So, drei Teile geben uns einen Fertigkeitenrang. Das ist ganz cool, tut mit Brazos. Ja, Akabus ein bisschen konkurrieren, da gibt es auch einen Fertigkeitenrang. Eventuell kann man da ein bisschen was bauen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall die benannte Brust und der benannte Rucksack von Palisade. Die Brust heißt Combuster und mit dem Talent perfekte explosive Lieferung. Wenn man einen Skill wirft, 1,5 Sekunden nach der Landung gibt es eine Explosion, die Gegnern im Umkreis von 5 Metern Schaden verursacht. Danach gibt es alle 5 Sekunden eine Explosion. Okay, klingt mal vielleicht gar nicht so übel. Muss man mal testen. Schaden skaliert mit Fertigkeitenringen. Ne? Von 25 bis 100% Schaden der Concussion Grenade, also der normalen Granate, die man hat. Kennt man auch schon von der Niedertrachtmaske zum Beispiel. Und ein paar anderen Sachen, die mit der Granate skalieren. Der Effekt geht auf allen Puls-Fertigkeiten, die man nutzen kann. Auf allen Geschützen, auf allen Drohnenstücken. Auf die explosive Suchermine, auf die Cluster-Suchermine, auf die andere Mine, auf den Decoy und auf alle Fallen. Der benannte Rucksack heißt Proxy und hat das Talent Perfectly Temperproof. Das weiß ich tatsächlich nicht, was das heißt. Wollen wir mal abwarten. Auf jeden Fall Gegner, die dem Hive zu nahe kommen, also quasi in einem Radius von 3 Metern, einem Geschütz oder gepulst werden oder vom Decoy, dem Remote-Puls, den man hinwerfen kann, der einfach pulst, okay, die werden geschockt. Die Zeit, bis das passiert, ist 2 Sekunden und der Cooldown pro Skill ist 8 Sekunden. Ja, müssen wir mal gucken, wie lange die geschockt bleiben. Mal abwarten. Ist so eine Sache, wo ich mich immer gefragt habe, dieses Talent, das wir mal bekommen haben auf den Waffen hier, perfekt geschockt. 40% mehr Damage macht an geschockten Zielen. Das ist so situationsbedingt. Ich weiß, ich habe das glaube ich noch nie benutzt. Ich finde es irgendwie ein bisschen unnötig. Aber muss man mal gucken. So, das neue Gearset Aegis gibt uns bei 2 Teilen 70% Lebenspunkte. Ja, da ist es auch schon wieder. Bei 3 Teilen 15% Gesamtrüstung. Und bei 4 Teilen gibt es das spezielle Talent für das Gearset. Und das heißt Stoic. Da bekommt man 3% Schadenswiderstand für jeden Gegner, der einen im Ziel hat. Also einen targetet und einen angreift. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil unten die Talente klingt ziemlich cool. Der Bonus wird multipliziert, wenn so und so viele Agenten in der Gruppe sind. Na, je nachdem, bin gespannt. Der X ist der Number of Agents. Sehr gut, klar. Natürlich 1.1, 1.2, 1.3. Brust- und Rucksack-Talente. Das Brusttalent heißt Deceit. Gegner, die den Decoy angreifen, zählen zu dem Damage-Reduzierungsbonus von dem eigentlichen Set. Aha, klingt ganz cool. Setzt aber dann auch den Decoy voraus. Müssen wir mal gucken. Der Rucksack-Bonus Polyethylene-Plating erhöht die Schadensreduktion, den Bonus, den man bekommt, von 3 auf 4%. Muss da aussetzen. Klingt nach einem netten Tank-Set mit einem ganz speziellen Talent. Bin ich mal gespannt, was sich daraus basteln lässt. So, kommen wir zu den exotischen Waffen, beziehungsweise den exotischen Items. 3 Stück an der Zahl, die gibt es mit der neuen Season wieder. Und zwar gibt es die Rugged Gauntlets, das sind Handschuhe. Und die haben das Talent Iron Grip.
Und die klingt mal ziemlich cool. Ihr wisst ja, wenn man aus der Hüfte schießt oder wenn man Blindfire macht, quasi in der Deckung sitzt und dann da einfach blind rausschießt, hat man einfach keine gute Präzision. Ist halt klar. Mit den Handschuhen soll das Ganze um 50% reduziert werden. Bin gespannt, ob das wirklich ausreicht, ob das einen großen Unterschied macht, dass es Sinn machen würde, die zu tragen. Müssen wir mal schauen. Klingt für mich aber auch ein bisschen Richtung PvP gedacht, tatsächlich, die Handschuhe. So, dann die exotischen Waffen, die beide. Eine exotische Rifle und eine exotische Pistol. Ein Gewehr und eine Pistole. Die Vindicator Rifle hat das Talent Ortiz Assault Interface. Wenn man reinvisiert, dann zeigt diese Waffe eine zufällige Stelle am Körper an vom Gegner. Und je nachdem, wenn man diese Stelle dann auch trifft, macht man 75% mehr Waffenschaden an diesen entsprechenden Körperteilen. Klingt mal ganz gut. Die Statistiken, die Stats und die Mods sind Magazin-Mod, 5% Magazingröße, Muscle-Mod, 10% optimale Reichweite, 15% Waffenstabilität und 15% Waffenpräzision. Die Pistole heißt Mosquito. Die hat das Talent Mosquito Song. Wenn man einen Gegner trifft, gibt es einen Stapel. Die Stapel werden zwischen den Spielern aufgeteilt. Bei 10 Stapeln, da traf ich zumindest ganz. Und Gegner greifen den Spieler an, der alle Stapel hat. Ich raff das nicht. Alle 5 Sekunden verliert man Stapel. Mir bin ich gerade zu doof oder ich weiß nicht. Klar, dass sie hier so ein bisschen eine Agro-Mechanik richtig aufbauen wollen, ne? Was auch gleich das andere Talent, das seht ihr gleich hier unten. Ich raff das nicht. Ich glaube, das muss man ausprobieren. Das ist irgendwie komisch. Nachladegeschwindigkeit und Waffenpräzision sind als Mods auf der Pistole drauf. Schauen wir mal. So, benannte Waffen und Talente. Behind You, neues Waffentalent. Finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und habe ich mich schon oft gefragt, warum das überhaupt nicht drin ist. Also das, richtig cooles Talent. Man macht 40% mehr Waffenschaden bei Gegnern, die einen nicht im Visier haben. Das ist richtig cool. Das macht bestimmte Builds interessant. Ich habe ja einige wissen von euch. Ich spiele ja sehr, sehr gerne, egal in welchem Build, mit einer normalen Stürmerdrohne, egal wie viele Fertigkeiten, Rang. Ich habe selbst in einem normalen Damage-Build, einfach um ein bisschen die Gegner abzulenken, ja, damit die Drohne ein bisschen Akku zieht. Da macht es extrem Sinn, wenn man dann hier das Talent spielt zum Beispiel. Ne? Dazu gibt es zwei benannte Waffen, ein Scharfschützengewehr und ein normales Gewehr. Das Scharfschützengewehr hat perfekt Behind You, macht 60% Waffenschaden für Gegner, die einen nicht anvisieren. Gleiche auch die Rifle. Klar, das ist eine M16A2. An sich sehr coole Sache. Mal schauen, wie sich das spielt. Klingt auf jeden Fall nice. Dann gab es ja vor ein paar Tagen, sind die Entwickler ein bisschen auf das Feedback eingegangen und haben einen Post rausgehauen, der recht komisch war. Und da haben sie ein bisschen was geschraubt und was zurückgedreht, was sie eigentlich hätten so erstmal lassen können, um es mal zu testen auf den Live-Servern. Aber ja, auf jeden Fall im Konflikt wurden die Türme von den Spawn-Punkten im Konflikt-PvP-Modus wurden wieder entfernt. Dann der Go-Rogue-Timer in der normalen Dark Zone hat einen 3-Sekunden Aktivierungstimer und der Aktivierungstimer für die invasierte Dark Zone bleibt bei 0,75 Sekunden, so wie es vorher war. Talente, die Dr. Home, ja, die wurde umgeschrieben. Ihr wisst ja, es war ja so, dass die Dr. Home in der PTS Phase 1 ihr Talent schon gebrockt hat bei einem Kopfschusstreffer. Das war natürlich extrem imbar. So, hieß aber nicht, dass es per se was Schlechtes war. Meines Erachtens hätten sie einfach nur ein bisschen an den Prozenten drehen müssen. Das Ganze ein bisschen runter, weil dann wirst du für Headshots belohnt, die eh recht schwer sind, sag ich mal im Normalfall. Und hast ein bisschen was, wo du konstant verarbeiten kannst und dann belohnt wirst, ne? Besonders auch die Gruppe. Aber naja, jetzt haben sie das wieder weggeholt und haben es wieder so gemacht, wie es vorher war, dass ein Gegner gekillt werden muss, damit man den Bonus bekommt. Na, finde ich Schwachsinn und lässt die wieder. Zumindest bei mir gehört sie damit wieder in die Tonne, beziehungsweise in die Truhe. So, PvP-Only, der benannte Grupo-Rucksack, den man bekommen konnte während des Holiday-Events, jetzt gegen Weihnachten rum, der hat für einiges an Problemen gesorgt, besonders im PvP. Und das Ganze wurde jetzt nochmal geschwächt, dass quasi, wenn die Granate was trifft, dass Gegner im Radius von 10 Metern nur 15%
Die habe ich davon noch bekommen. Die sind ja schlimm bei so umgefallen. Nerd und Hane haben dann ein Video gemacht, ich habe im Kopf geschüttelt. So, unzerbrechlich, das Talent wurde auch wieder zurückgedreht. Das hatten sie ein bisschen genervt fürs PvP. Das ist wieder besser. Und Systemkorruption finde ich tatsächlich ganz cool. Mal gucken, ob es dann ein bisschen was bringt. Zwar ist es nur 1% Damage, aber es ist okay. Wenn man jetzt 4 Teile trägt, ganz normal vom Set, dann bekommt man statt einem 1% Bonusschaden, bekommt man 2%. Müssen wir mal gucken. Einschüchternd auch die Stapel, die man aufbaut, die den Gesamtwaffenschaden erhöhen. Es wurde ein bisschen runtergesetzt von 5% auf 4%. Die Waffen hier, das ist eigentlich so wie in PTS Phase 1. Nur hier so ein paar Sachen, seht ihr vielleicht hier. Da steht extra Update vom 18.01., dass das nochmal hinzugekommen ist. Hier oder abgeändert, dass 8% mehr Waffenschaden für die AKM-Reihe. So ein paar noch ein bisschen mehr optimale Reichweite habe ich gesehen. Hier optimale Reichweite noch. Generell sieht das ja ganz solide aus. Wie gesagt, ich will das Ganze mal sehen in einer richtig guten Umgebung. Auf dem Live-Server, nicht auf dem Test-Server. Da können so viele Leute einfach nicht ran. Deswegen bin ich mal gespannt. So, die Brand-Sets haben ja ein bisschen was an Upgrades bekommen für die 2-Teile und den 3-Teile-Bonus. Und auch da haben sie ein bisschen was geändert im Gegensatz zu PTS Phase 1. Und zwar seht ihr jetzt auch, dass in vielen Dingen ist hier, wo ist es, Lebenspunkte mit drin. Ne? Sei es beim Einteile-Bonus oder beim Zweiteile-Bonus, ganz, ganz viele Lebenspunkte drin. Bin gespannt, wie sich das schlussendlich widerspiegelt. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das fürs PvP gedacht ist. Weil guckt euch das hier an, guckt euch Cheska an. Alleine mit 10% Crit-Chance, 5% Gefahrenschutz, was eh gut ist, besonders für die Dark Zone. Und dann 90% Lebenspunkte. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ansonsten sind so ein paar Sachen, den Link haue ich euch in die Kommentare, sonst nimmt das hier wieder überhand. Könnt ihr die Sachen mal selbst angucken und vergleichen. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, Gilagat und Golden Gear, das haben sie wieder runtergenervt, die Armor-Regeneration. Ich persönlich hätte sie erstmal so drin gelassen, wie es vorher war. Bin ich ganz ehrlich. Und hätte gesehen, wo die Reise hingeht. Besonders im PvP. Und hätte dann entsprechend das runterskaliert. Weil auch das, wie gesagt, das kannst du nicht großartig testen um den Testserver. Da rennt doch keiner im PvP mit seinem Kram. Das ist einfach zu schwierig. Ansonsten, was ich sehr, sehr cool finde und was sehr viele und so gute Möglichkeit zum Basteln gibt, wird Bratzos die Arkabus hat die Magazingröße auf Platz 3, bei 3 Teilen, jetzt 50% Magazingröße. Richtig krass. So, ansonsten ist halt noch die Tinkerstation quasi, um das kurz zu fassen. Ihr könnt den ganzen Upgrade-Kram und die ganze Optimierung und hin und her könnt ihr jetzt von überall aus machen, über dieses Tinker-Menü. Dafür braucht ihr nicht mehr unbedingt nach Haven oder ins Weiße Haus. Das hat in der ersten PTS-Phase gefehlt. Deswegen bin ich da gespannt, wie das aussehen wird. Ja, ansonsten noch cool, so eine Sache, die ich richtig abfeiere, sind die Projekte, die jetzt dann endlich mal Sinn machen mit dem neuen Update. Da freue ich mich wirklich drauf. Und die erhalten jetzt hier zusätzlich exotische Komponenten, was definitiv wichtig ist und reinpasst. So, das war's. Ich hoffe, das war nicht allzu lange, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Phase 2 haltet. Und wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, danke, bye.